Wo Alaba noch versucht, alles zu analysieren, muss ich jetzt auch mit meinen Noten noch das Spiel analysieren. Ein Wahnsinn. Gegen Moldau gewonnen, nicht gut gespielt. Gegen Israel verloren von Willy Rutenstein und jetzt gegen die Schotten auch verloren. Aber heute kann ich nicht durch die rot-weiß-rote Brille länger schauen, weil die Taktik, die die österreichische Nationalmannschaft heute gespielt hat oder versucht zu spielen gehabt hat, das kann nicht gehen. Das kann nie gehen. Die zwei Innenverteidiger sind beide beste Freunde von Dirk Nowitzki. Die sind alle 2 Meter groß. Und wir flanken nur links und rechts. Wenig Kreativität, das ewige Übel. Arnaud Wieswies wird nicht in Stellung gebracht, hat auch selber nicht viel dafür getan. Na, das geht nicht so weiter. Das ist ein Wahnsinn. Aber hier meine Note. Ja, Bachmann, muss man sagen, er kann nicht echt was für die Niederlage. Das war nichts. Er war dabei bei den 11 Meter, aber okay. 5 ist das Schlechteste, ich gebe meinen Durchschnitt 3. Auf der rechten Seite Trimmel, genauso wie Alaba auf der linken Seite. Die haben alles versucht nach vorne, sind gerannt und haben dann 1 gemacht. Immer geflankt. Alaba noch ein bisschen besser. Alaba war aber die erste Hälfte hinten im Rücken, war defensiv ein bisschen offen. Deswegen, ich gebe beide eine 4. Die Innenverteidigung. Ja, eigentlich, Dragovic unauffällig, kriegt von mir ein 3er, hat viele Zweikämpfe ausgefeitet mit seinen direkten Gegner. Und auf der anderen Seite, Hinterecke, muss ich ein 4er geben. Ist normal einer meiner Favoriten, aber so planlos. Vorher hat er gesagt, der Teamchef war einmal planlos, gegen Moldau, glaube ich, war es. Aber jetzt war er planlos bei dem Foul. Deswegen ist der Schiedsrichter auch ein bisschen mit das Auge auf ihn gekommen und hat dann auch über die Wahl den Elfmeter gesehen, was einer war. So Elfmeter kann man geben. Mittelfeld, Grilic, ein hervorragender Fußballer. Technisch gut, begabt, aber muss Ideen hineinbringen, muss mitgehen, muss einmal ein Pass in die Tiefe machen. Ein kreativer Pass war überhaupt nicht da, deswegen ein 5er. Leimer hat die erste Viertelstunde gerannt, gefeitet, Pressing, war okay. Zweite Hälfte komplett, auch gesagt, kann ich auch nur ein 4er geben. Dann natürlich Ilsanke. Ja, aber ein bisschen überraschend, dass er eigentlich gegen die Schotten spielt. Vielleicht hat es mit seiner Robustheit zu tun. Kämpferisch, ja, kämpfen tut man irgendwo anders über der Grenze. Aber hier musste man Fußball spielen. Das hat er zu wenig gemacht. Deswegen kriegt er von mir auch einen 5er. Dann kommt die Kreativabteilung. Schaupi, wo warst du? Das ist zu wenig. Du musst doch viel mehr ins Dribbling gehen. Du musst viel mehr mit den Doppelpass suchen. Das war auch nicht echt der Schaup, den ich kenne. Deswegen ein 4er. Auf der anderen Seite Baumgartner wieder mit einem Fast-Tor. Kopfball war gut. Aber leider, Tormann war auch in dieser Aktion gut. Aber er war zumindest einer, der das Dribbling probiert. Dann gebe ich einen 3er. Und ja, Marko Arnautović. Von denen muss man mehr erwarten. Die Bälle, die er bekommen hat, muss ich sagen, die hätte ich auch nicht gern. Den haben sie nur in Schwächert gern. Weil die sind alle so hoch, dass jeder Pilot was damit anfangen kann. Aber er muss auch mehr damit tun. Er stellt Ansprüche, wir stellen Ansprüche. Das war nicht sein bestes Länderspiel, im Gegenteil. Auch hier Note 5. Nach dem Match hat er sich gestellt, die Fans als Erste. Das hätte sie eine gute Note verdient. Aber im Spiel Note 5. Sonst, ich hoffe, ich kann nächstes Mal wieder bessere Note geben. Aber Österreich, bitte steigern. Ciao, ciao.